So, Kokosnüsse haben wir einsortiert. Kartoffeln. Ja, das Feuer eigentlich jetzt ja runtergebrannt ist, können wir auch noch kurz übernachten. Das habe ich ja eben nur nicht gemacht, weil ich das Feuer ausnutzen wollte. So, gute Nacht. Oh, das Feuer brennt immer noch. Haben wir Durst? Oh, wir haben Durst. Wir haben keinen Durst mehr. Einmal noch was drin. Es sieht so aus, ich weiß nicht, ob ihr die den Wasserspiegel seht. Bei dem Eimer, der ist nicht unbedingt optimal animiert. Ich versuche mal den Heil abzustellen. Hat nicht geklappt. Bucket. Toll. Ausgelaufen. Super Sache. Naja, wir haben einmal mehr davon trinken können. Wir haben aber immer noch Hunger. Dann verbrauche ich mal die Kartoffeln, weil die sind eh zu nichts anderem zu gebrauchen. Kann die nicht grillen, was mich eigentlich wundert. Man könnte doch meinen, man kann sich eine Baked Potato machen oder so. Nein, geht nicht. Zumindest nicht, dass ich davon wüsste. Das sieht doch mal wunderbar aus. So. Genau, in die nächste Kammer bin ich gerade überlegen, was wir da als nächstes einsortieren. Steine, würde ich sagen. Ja, der Rockshard gehört mit dazu, der kommt mit. Oh, wir haben schon einiges an Steinen eingesammelt, das ist cool. Rockshard packe ich mal ein bisschen abseits. Ist das nachher festgepackt? Ah. Gut, Steine haben wir hier. Hier haben wir Kokosnüsse, auf die Rückseite kommen wahrscheinlich Lashings und... ich weiß nicht was. So, alles was mit dem Motor zu tun hat, räume ich mal dahin. Da haben wir den Fuel Tank, die Engine... den Propeller und das Duct Tape. So, jetzt fehlt nur noch der Tabulator, dann ist das Ding fertig. So, ich muss mal gucken, wir haben noch einmal Clove und Duct Tape. Daraus können wir gleich mal Bandagen herstellen. Zack, Bandagen. Falls uns mal ein Hai anknabbert, dass wir uns heilen können. Was haben wir hier denn noch? Das ist ein Ersatzteil für den Motor. Das Klemmbrett, das irgendwie keiner braucht. Die Wasserflasche. Biotika. Dose Bohnen. Ich lege das mal alles hier ein bisschen ordentlich hin. Bandagen, sehr gut. Die werden wir noch bestimmt noch brauchen. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich noch brauchen, aber hoffentlich nicht. Aber ich fürchte schon. Bruder Speer kommt hier hin. Hammer kommt da mal neben. Pocket Knife die erste. Und der Crude Hammer, mit dem wir unsere Heimstätte erbaut haben. So, Kartoffeln können hier erstmal bleiben. Anglerfisch, wissen wir jetzt, ist nicht gesund. Hauen wir daher mal in die Fischtrap. Wenn wir ihn schon nicht essen können, dann kann er wenigstens uns noch in der Hinsicht nützlich sein, dass er uns andere Fische anlockt, die wir dann essen können. Eine Sardine, die habe ich wohl eben vergessen. Das wird jetzt so eine kleine Aufräum-Sortier-Ressourcenbeschaff-Folge. Das gehört auch dazu. Oh, wir haben schon einiges an Lashings, das ist cool. So, Palmfonds haben wir auch noch genug. Holz ist wie immer Mangelware, aber das kennt man ja auch schon aus anderen Spielen wie Minecraft oder The Forest. Holz ist einfach grundsätzlich der limitierende Faktor. War immer so, wird immer so sein. Wow. Da bin ich ja weit gekommen. Ja, das kann ja eigentlich mal aus Dekozwecken hier einfach mal so hingelegt werden. So, schnappen wir uns mal den Speer und gehen auf die Jagd, würde ich sagen. Speer, Speer, komm her.
Speer kommt nicht auf. Das reimt sich. Eigentlich würde ich gerne mal ein paar Krabben jagen, aber wir sind irgendwie keine. Lecker, Sardine. Geht auch. Hat sie sich in Luft aufgelöst? Ich will Krebse jagen. Gib mir Krebse. Blöd. Gib mir Krebse, ich will Krebse jagen. Kann man hier auch mit dem Speer die Jucke abernten? Nö, kann ich nicht. Okay. Ist vielleicht mal irgendwo Krebse zum Jagen? Ich werde von hier auf einer Insel gestrandet sein, auf der es keinen Krebs gibt. Ah, da sind sie. Hi. Es gibt immer irgendwo Krebse. Ich jage mit Krebse. Ich bin heute nicht auf Haijagd. Oder gehe ich auf Haijagd? Nee, jetzt kommt's. Der sollte mal schön seine Runden drehen, dann gehe ich woanders hin. Auf den Herrn habe ich jetzt keine Lust. Dann fällt die Jagd etwas kürzer aus als geplant, das tut mir leid. Aber... Hai will ich mir jetzt nicht legen. So, laden wir mal alles hier ab, was wir haben, was gegrillt werden kann. Das ist ja doch ein bisschen was. Der Leiter, ja, kann da eigentlich mal liegen bleiben. Oder hier noch einen zweiten. Egal, erstmal der Schinks holen. Man den Hai wohl auch mit diesem kleinen Stummelmesser hier jagen kann. Damit braucht man dann garantiert aber Jahre, um ihn tot zu kriegen, bin mir sicher. War das alles, ist jetzt die Frage. Ja, wir haben hier eine Palme, das ist schön. Eine Sardine? Wie ungründlich bin ich denn? So, ich will jetzt aber jagen. So. Hier ist jetzt gerade mal kein Hai, den gehen wir hier jagen. Ich speichere trotzdem mal. Oh, komm her. Kommst du wohl? Sardine 1, Kevin 0. Aber auch ein bisschen buggy, die guten. So, Archer, die konnte man essen, genau. Einmal Luft holen. Und wieder runter. Fisch, nein, nein. Archer. Den nehmen wir mit. Seeigel halten wir uns schön von fern. Den Spaß hatten wir schon mal. Pilchard, den habe ich noch nie gejagt. Kommst du woher? Mein erster Pilchard. Löwenfisch. Ungesund können wir aber als Köder benutzen. Sei denn, vergiftet der mich auch schon, wenn ich ihn in die Hand nehme. Das weiß ich nicht. Platz. Doch, da geht noch was. Da geht noch was. Alles jagen, was sich irgendwie bewegt. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt genug gejagt.
gejagt. Das muss auch einen irgendwer essen. So, mal den Clownfisch-Test. Okay, man darf sie nicht anfassen. Müssen wir weitermachen, haben wir bald keine Antibiotika mehr. Ja, ja, wir haben wieder Ausschlag. Super. Gut. Anglerfische, Clownfische. Nee, doch Anglerfische, Clownfische und Löwenfische nicht verwenden. Okay. Ja, ja, wir haben uns an den vergiftet. Ist mir auch egal. So, wo sind die Antibiotika? Die halten nicht mehr lange, wenn ich so weitermache. Müssen wir neue finden. So, komm her. Oh doch, die halten noch ein bisschen. Ein paar Mal können wir uns damit noch unsere eigene Dummheit, heilen. Das sieht ja auch interessant aus hier. Das ist irgendwie mit den Krabben hier irgendwie immer so, dass die sehr realistisch übereinander gestapelt werden. So, Sardine, 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 Sardine. Ein paar Schützenfische. Wir haben auf jeden Fall erstmal genug zu essen, würde ich behaupten. Speer kann da mal wieder hin. Schade, ich dachte, der bleibt stecken. Naja. So, da wollen wir schon mal mit dem restlichen Holz. Dann haben wir auch noch ein Feuer, aber da müsste ich das aktiv reinhalten. Das Essen, da habe ich jetzt keinen Nerv zu. Vielleicht zeige ich das irgendwann einfach mal der Vollständigkeit halber. Auf jeden Fall wollen wir erstmal zack, zack, zack das Feuer ein bisschen auffüllen. Ein Bucket machen wir gleich mal voll, dann können wir, kann ich das jetzt mal zeigen, wie der sich füllt. Ich hoffe, man sieht's. Ja, hat man doch, glaube ich, ganz gut gesehen. Ist er voll. Und wir hängen ihn schon mal ins Feuer. Bucket Seawater. Ich zeige einfach mal, was passiert, wenn man das so trinkt. Verträgt unser Typ nicht. Zum Kotzen das Wasser. Gut. So, das war's mit dieser Aufnahme. Stranded Deep. Die geht schon viel länger, als ich ursprünglich geplant habe. Ich wollte nur eins verfolgen aufnehmen, aber ich glaube, inzwischen sind es 4 oder 5 geworden. Wie immer bedanke ich mich fürs Anschauen, fürs Zuschauen. Schreibt mir wie immer Lob, Kritik, Anmerkungen und dergleichen in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Feedback. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ciao!